Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Rabinot. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, neueste Folge Forza Horizon 5. Wir haben heute den 20.11., 2.18 Uhr. Ja, und so wie es hier aussieht, sind wir jetzt nicht mehr im Sommer, sondern im Herbst. Ich weiß nicht, ob es das so gibt wie im vierten Teil. Werden wir sehen. Ja, sie haben was rausgepatcht, wie gesagt. Man hat ja immer bei 5 Punkte bei der Automeisterung, bei dem Geländewagen aus Amerika, den Jeep, einen Super Wheel Spin bekommen. Das haben sie rausgepatcht. Leider. Aber bei Forza kann man gut Geld machen. Also das zocken wir sowieso die ganzen nächsten Jahre immer mal wieder. So. Willkommen zurück, Boogeyman. Kennt ihr den Boogeyman? So. Ja, also der letzte BMW war richtig geil. Wir können ihn uns natürlich auch nochmal angucken. Aber man konnte, glaube ich, die Haube nicht aufmachen, ne? Oder von der anderen Seite. Nee, leider nicht. Also das Video kann ich euch sehr empfehlen, das letzte Video. Weil der BMW hier hat auch einen richtig hammergeilen Sound. Schaut es euch einfach an. Ja. Müssen wir mal gucken. So, ne? Nee, jetzt fährt er los. Da hört ihr den Sound schon. Naja, gut. Wir müssen die Musik ganz ausmachen, weil sonst werden die Videos manchmal sie werden nicht weltweit gesperrt, aber in vielen Ländern, und das wollen wir ja nicht. Fährt sich auch sehr geil. Hör mal den Sound an, ey. Ja, also eigentlich den besten Sound von allen BMWs. Und können wir, gucken wir erstmal hier rein. Ja, und ihr seht, der ist auch ganz knapp an der A-Klasse dran. Deswegen konnten wir damit auch gut vorwärts kommen in den Rennen. Wenn er jetzt nur 630 hätte, dann ist man auch in den Rennen nicht mehr so stark. Das war früher nicht so bei dem vierten Teil. So, und jetzt kaufen wir uns natürlich den nächsten. Wenn ihr meine Folgen schon kennt. So, den haben wir gewonnen. Im Wheelspin. Genau, den brauchen wir nicht mehr kaufen. So, wir waren... Das war hier. Der 2003er. Und jetzt kommt... Der ist auch schon eine A-Klasse. Der 2009er. Ja, kaufen wir. Da werden wir... so. Hier sind immer die meisten Lackierungen. Am liebsten hätte ich Manga.
Das ist hier Manga. Ach, das ist Venom. Ja, der hat einen YouTube-Kanal, von dem haben wir schon eine Lackierung. Dann schauen wir uns die mal an. Ja. Das sieht schick aus. Das auch. Auch die ganze Farbkombination sieht geil aus. Drift King. Nicht Burger King. Hat er seinen Tag vom YouTube reingesetzt? Ich glaube, der heißt... Ich weiß nicht, ob wir ihm schon folgen. Können wir mal gucken. Der heißt Venom 50 bei YouTube. So genau weiß ich das nicht mehr, weil das schon länger her ist. Jetzt folgen wir ihm. Gut, dann nehmen wir die. Es war ja auch so, wenn wir ihn jetzt auswählen, dass er so ein bisschen gestockt hat und dann erst das Auto kam. Das haben sie auch verbessert. Das geht jetzt reibungslos. Werdet ihr sehen. Das meine ich jetzt nicht, das nächste, was kommt. Jetzt. Wenn das fertig ist. Na? Hier können wir hier mal den Motorhaube aufmachen, aber hier, da wird man sowieso, das kann man aufmachen, ja. Aber das ist wahrscheinlich alles Plastik. Naja, wir sehen schon, dass er... Was? V10, ne? Na, der wird auch einen brachialen Sound haben. 10 Zylinder ist immer geil, richtig geil vom Sound. Hat, glaube ich, der Lamborghini Gallardo auch. Und er hat einen Doppelturbo. Kann man hinten auch immer aufmachen, wenn man es vorne kann. Na, der hat einen sehr großen Kofferraum. Mal sehen. Hat auch wieder... Moment. Nee, das ist ein amerikanischer Tacho. Oh, so sieht er aus von drinnen. Ein Freund von mir hat sich jetzt dieselbe Grafikkarte gekauft, wie ich auch habe. Ich habe einen ganz neuen Rechner. Und ich habe die 6800 XT. Mit 16 GB VRAM oder RAM. Die wird ein paar Jahre halten. Aber die kostet aktuell auch 1500 Euro. Der ganze Rechner hat 2,5 gekostet. Der Prozessor ist der Ryzen 5 5600X. Was jetzt auch auf den Kanal kommt, ist Battlefield. Der neueste Teil. Den zocken wir über die Flatrate für 15 Euro im Monat von Origin. Anschmeißen. Ja, werden wir ihn fahren. Sind wir mal gespannt, wie er so abschneidet. Ich glaube, wir haben das erste Mal Regen. Zur Straßenszene, das Beschleunigungsrennen. Ja, immer dieselben wollen wir eigentlich nicht. Wir können mal hier hochreisen. So. So, was haben wir hier? Rundstrecke, dann machen wir trotzdem. Bei nächster Gelegenheit, Ende.
In 100 Metern rechts abbiegen. In 400 Metern scharf links abbiegen. Ziel erreicht. Den Wheelspin sparen wir uns auf. Die Wheelspins machen wir immer zum Schluss der Folge. Also ein BMW ist ja eigentlich eher für die Autobahn als für enge Strecken. Sehr erfahren, das lassen wir jetzt auch immer so. Auch wenn wir manchmal nur im Mittelfeld ankommen, dann haben wir wenigstens spannende Duelle. Hey!
Ja, wir haben gut abgeschnitten. Muss ich sagen. Der BMW hat auch eine gute Traktion. Fährt sich gut. Für das Gewicht. So, vielleicht, ja, Straßenszene ist das, glaube ich. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Straßenszene. Straßenszene ist aber mit Verkehr. Oi!
Oh, 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 schade. Den Ultima hätte ich gern gehabt. So. Was wir hier bei dem haben, auch ein Wheelspin, aber nichts mit Super Wheelspin. Irgendein Wagen wird es ja geben mit Super Wheelspin, aber ich weiß noch nicht, welcher das ist und wie teuer der ist, immer wieder, wenn man ihn mal wieder kaufen will. So. Zum Ende der Folge kommt noch ein Wheelspin. Wünscht mir Glück. Naja. Immerhin. Geld und Autos, egal. Ich hätte natürlich weiterhin gerne Super Real Spins immer, aber haben sie leider rausgepatcht, ja. Nach Hause, ne? Ja. So. Ja, meine lieben Freunde, wir machen ja pro Folge immer einen BMW. Bald sind wir fertig mit BMW. Da freue ich mich irgendwann auch drauf. Mal gucken, ich glaube, wir gehen zu Audi oder zu Mercedes. Ja, so wollen wir das machen. Ja, das war die neueste Folge Forza Horizon 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß. So wie ich. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit am Start seid. Dann testen wir den nächst neueren BMW M5. Wenn es noch einen gibt, aber ich glaube schon. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye-bye.